So ein Video für alle Niederträchtige, also Menschen, die anderen Menschen digital nichts Gutes. Ja, die Pamphlete und so weiter. Hi, ist gekommen, wenn er Nicole heißt. So, bin gerade unterbrochen aus wichtigem Grund, weil sowas passiert leider auch. Also das hier ist ein Medienhaus und in diesem Medienhaus wird halt analog, digital, digital, analog hergestellt, gewandelt und digitaltechnisch schweigen. So, und hier wird natürlich auch gesaved, weil schweigen, weil wir ja Datenschutz, weil ja viele ihre öffentlichen Daten leider hin und wieder auch mal liegen lassen. Ja, auf Bankkarte oder Impfausweis oder. So etwas wird natürlich safe und ist dann unter Verschluss und kann dann abgeholt werden. So, deswegen wurde ich auch gerade unterbrochen. Darauf habe ich auch gewartet, dass der Person das auffällt, dass sie da hat was vergessen, was für sie wichtig. So, diese Ansage ist oder dieses Video ist und dieses Video wird auch verbreitet. Wisst ihr, das da ist für mich persönlich ein Hobby, ein Spaß. Festgestellt habe ich persönlich jetzt auch, dass ich ja hin und wieder als Admin auch angegriffen werde von Menschen, die halt niedriger Geistzustände sollen mir auch persönlich egal. Ich beschwere mich nicht an alle geistig zurückgebliebenen oder möchte gern, macht was er möchte, aber lasst andere Menschen in Ruhe. Aber ist ein Appell, mehr nicht, weil ihr macht ja sowieso, was ihr wollt. So, als Admin, also als Führungskraft sage ich, nein, danke zu allem, was digital verbreitet wird. Nein, danke für digitale Freundschaften, das bringt nichts. Nein, danke für Angebote jeglicher Art. Sie haben nichts mit dem realen Leben zu tun. Wir haben momentan wieder so einen Modus geistig zwischen 1920 und 1945. Jeder kann sich ausmalen, wie die Menschen in diesem Jahrhundert gelitten haben. Ich hoffe persönlich, dass es nicht zu einem Zerwürfnis kommt mit irgendwelchen strategisch gesteuerten Menschen, die unbedingt den harten analogen Krieg plus digital haben wollen. Sollte jemals ein analoger Krieg ausbrechen, so wie in dem Modus 1920-45, meine lieben Freunde, dann gibt es das wohl nicht mehr. Weil das Digitale ist ja dann erstmal weg, weil es kann sich ja keiner darum kümmern. Jeder muss sich ja dann um das Analoge kümmern. So, der sogenannte Angriff, dieser Cyberangriff mit dem Thema, der jetzt nicht mehr Corona, jetzt mittlerweile Delta und nächste Woche keine Ahnung. So, es ist ein geistiger, gesellschaftlicher Angriff, der digital gesteuert von gewissen Kapitalisten, die wirklich der Meinung sind, sie müssten das auf den Weg bringen. Ich bitte einfach nur, jeder bitte für sich selbst. Jeder bitte für sich selbst entscheiden und solch ein Video gemocht oder nicht gemocht, das ist euer persönliches Empfinden, damit habe ich persönlich nichts zu tun. Meiner einer ist dafür da, dass dem Kunden das widerfährt, was ihm widerfahren soll, nämlich sein Wunsch. Hier werden Wünsche erfüllt, die erfüllbar sind. Leider hat sich der Mensch verändert, leider hat sich das Thema verändert und leider hat das Digitale sich verändert. Es scheint im Jahr 2022 vielleicht rauer zu werden. Und wenn es das ist, was passiert, wenn es wirklich tatsächlich rauer wird, dann lohnt sich das nicht. Ich sehe ja, wenn Menschen live gehen und was diese Menschen dann dort widerfahren. Ich habe es ja zwischendurch auch mal gemacht und habe auch sofort Merkwürdigkeiten erlebt. Ich finde es hochgradig interessant, wie Menschen reagieren auf Videos. Und ich finde es auch hochgradig interessant, wie auch der Artikel 17, der jetzt neu ist und durchzogen wird bei YouTube und so weiter, an Grenzen stößt, die Fragen aufwerfen. So, die Urheberrechte und was weiß ich nicht alles, das Sein als Mensch analog ist gut.
Und das Sein als Künstler digital ist nicht gut. Das stellt man fest. Also ich hatte heute Morgen mal wieder einige und habe gesagt, weißt du was, ich lasse es sein, sollen die machen, was sie möchten. An alle möchte gern, macht, was er möchtet und lasst mich somit in Ruhe. Okay? Spaß. Es soll Spaß machen und es macht mir Spaß und deswegen mache ich solche Videos, weil sie mir Spaß machen. Es ist aber mein Spaß, meine Genugtuung, solch Video auf den Weg gebracht zu haben und ihr halt mit eurem Niedergeist und Niedrigkeiten und Angriffen und wie gesagt Pamphlete und ihr, die halt negativ unterwegs seid, ihr, die die Meinung seid, ihr seid bessere Menschen, ihr, die wirklich tatsächlich der Meinung seid, ihr könnt alles viel besser. Wenn man dann euer Alter sieht, dann muss unser einer sagen, was könnt ihr denn besser? Ja, okay. Wir sind im Modus 1920-45, leider Modus. Das heißt, man fühlt die Hässlichkeiten dieser Welt und die Niedrigkeiten. Also es war eine schlimme Zeit, da war alles etwas dunkel. Und im Moment, durch die Art von Pandemie, wie das vorgetragen wird, ja, wie kann man denn einen Menschen davon überzeugen? Also, wenn ich dich jetzt überzeuge, das hier zu trinken, das musst du trinken, weil dadurch wirst du gesund, dadurch bleibst du gesund. Woher weißt du das denn? Du trinkst das Zeug, denkst dir nichts dabei und irgendwann bist du weg. Mal drüber nachgedacht? Keiner weiß wirklich tatsächlich, was gut für ihn ist. Ob eine Injektion, ein Trinkgut, egal was. Die Werbung, bitte passt auf Werbung auf. Denn diese Pandemie ist auch Werbung. Sie wirbt für etwas. Keiner weiß, für was. So, bis jetzt ist alles noch okay. Ich habe meine Kunden, die alle ihre Impfungen abgeholt haben. Ich mache es ja jeden Tag fertig. Und wenn die mal sowas liegen lassen, wird das gesaved. Und dann können sie es auch wieder abholen. Ja, so, wichtig ist, sehr wichtig ist die Analogie. Das, was wirklich tatsächlich ist, nicht das Digitale hier. Das Digitale hier kann jetzt zerrissen, zerfetzt, gemocht oder in die Höhe. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Das Digitale hat auch Herrn Frank Zander nichts geholfen. Gar nichts geholfen. Ja? Das Digitale hat auch, okay, das Digitale hat Herrn Dieter Hallervorden geholfen. Ja? Der hat Geld gekriegt und so weiter und so fort. Hat sogar eine Serie bei ARD und der ist jetzt ruhig. Ne? Ja. Ist halt so. Und die anderen Künstler sind ruhig. Alarmstufe Rot ist auch nicht mehr da. Und ich muss auf die Uhr gucken. Für mich ist Analogie wichtig. Für mich sind die Kunden wichtig. Jeder einzelne von ihnen wird ordentlich bedient. Digital, meine lieben Freunde. Das hier ist leider nicht wirklich nützlich. Und hat auch keinen Sinn. Gut, meine Kunden gehen online. Da, wo sie online gehen, werden sie auch gut beraten. Wer hier online geht, bei YouTube, Facebook, TikTok and so on, naja. Müsst ihr nicht so eng sehen. Ich sehe es ja auch nicht so eng. Aber ich möchte es wenigstens gesagt haben, okay? Ich möchte es wenigstens gesagt haben, dass gewisse Kräfte am Werk sind, die negativ sind. Es sind negative Kräfte. Und den gebe ich mich nicht hin, da habe ich kein Interesse. Ich hatte jetzt Zeit, dieses Video machen zu können und somit ist das vollkommen okay. Und ihr, keine Ahnung, wie viel Zeit ihr opfert, online zu sein. Ob ich jemals wirklich tatsächlich einen ganzen Tag oder Wochenende online gehe, das weiß ich wirklich nicht, weil die Zeit ist so knapp im Leben, im analogen Leben, dass man sich digital nicht so hingeben kann. Ich bin ja auch keine 10 mehr, bin auch keine 20 mehr, bin auch keine 40 mehr, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich habe gerade wieder einen, okay, Glück auf, sage ich da nur, er hat Krebs und er macht das, bis er geht. So, der kleine Junge hat sich Motorräder gewünscht, sie sind vorbeigekommen, der junge Mann lebt nicht mehr. So, wenn ihr versteht, was ich meine, wir haben also primär und sekundär, das ist wichtig im Leben und ihr entscheidet, was primär ist und was sekundär ist. Für mich ist primär Analogie, gute Menschen zeitlich begrenzt, um einen zu haben, ist für mich wichtig. Wiederhole, gute Menschen zeitlich begrenzt, um mich zu haben,
ist für mich wichtig. Alles andere ist und bleibt sekundär für immer und ewig. Also macht's gut.